Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. A beautiful miniature, wie auch immer. Ja, es geht weiter. Wir wollen uns mit Basso im... wo treffen? Im Sirenennest im Südviertel, richtig, da war ja was. Das sind 62 Meter und ich habe gerade etwas sehr Interessantes bzw. Lustiges hier gesehen. Suche ich mir eine Hafenhure, die mich in den es gibt durchaus einige Fehler in diesem Spiel und so unter anderem auch, dass er da unten ziemlich am Rumspacken ist. Das tut er wohl schon seit ja, ungefähr 2 Stunden. Ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht, aber ich kann einfach nicht aufhören mit diesem Spiel. Ganz ehrlich, jetzt besonders kann ich einfach nicht aufhören. Und dieser Verband sieht so böse aus. Ziemlich blutige Angelegenheit gewesen. Ja. Wir... Bin ich auf dem richtigen... Ja, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Über die Dächer. Warum sneak ich überhaupt? Brauche ich überhaupt nicht. Oh. War ich das? Kann ich hier rein? Bin hier rein. Oh. Falle. Ah, hier war ich doch schon mal drin. Natürlich war ich hier schon mal drin. Okay, unwichtig. Raus hier. Und zack. Ach Mist. Das war ein Fehler. Hier lang. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Kann ich hier hoch? Ja. Sehr schön. Aber ich liebe es, wenn ich so weit oben bin. Dann kann mir nichts passieren. Dann weiß ich das. Was ist aus dieser Stadt geworden? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Was ist aus dieser Stadt geworden? Diese ganzen Sachen... Oh. Gott. Es wird spät. Ich finde, der Himmel sieht verdammt genial aus. So fast schon realistisch, finde ich. Okay, hier komme ich aber jetzt, glaube ich, nicht weiter. Es sei denn, ich versuche es mal hiermit. Oh. Jeden Abend dasselbe. Moment mal, hier war ich doch auch schon. Er kommt heim, nimmt mit, was ihm in die Finger kommt und versetzt es, um seine Spielschulden zu bezahlen. Oh, Libby. Und der Eisentyrann an seinem Fortschritt. Hier war ich schon mal, hier komme ich nicht weiter. Er wollte ihn letzte Nacht nehmen, als ich schlief. Ich hatte Angst und hab nur so getan. Ich habe ihn versteckt, als er umkippt. Ja, hier war ich definitiv schon mal drin. Deshalb muss ich hier auf jeden Fall nichts mehr tun. Brauche sogar eine Handinnenfläche ist Blut. Das ist aber fies. Ui. Oh, es ruckelt schon wieder. Kleinen Moment, ich schließe mal kurz das Internet. So, ich habe mal alles Überflüssige geschlossen. Heute Nacht wird sich die Wache an ihrem eigenen Recht verschlucken, Bruder. Und der allerdings habe ich das Problem, dass mein PC heute allgemein ein bisschen langsamer ist. Deswegen kann es immer noch sein, dass es hin und wieder mal ruckelt. Kann ich das hier irgendwie runterhauen oder so? War da nicht was? Nee. Ich könnte ein Seilpfeil dran packen, aber ich könnte es mir auch einfach machen und hier runterhauen. Wow, nein! Ah, verdammt! Ja, in Ordnung. Das war jetzt nicht so schlau. Irgendwie hat er sich nicht an der Leiter festgehalten. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie ich da immer runterkomme. Irgendwie, manchmal geht das mit Leerzeichen, manchmal nicht. What? Warum bin ich denn jetzt hier? Naja, was soll's. Oh! Ui. Na, jetzt hat's wieder ein bisschen geruckelt. Hat man gesehen, ne? Ich bin fast so. Okay, ich darf hier nicht einfach so runterspringen. Das ist nicht gut für mich. Heute Nacht wird sich die Wache an ihrem eigenen Recht verschlucken. Und der Eisentyrann an seinem Fortschritt. Okay. Das könnte funktionieren. Okay, klappt. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich denen da unten nicht in die Arme laufe. Weil die sind ja wohl auch hinter mir her. Warum auch immer. Was machst du hier draußen? Ich warte auf einen Sturm, der alles wegwäscht. Hm? Sturm? Die Ecke kommt mir bekannt vor. Ich glaube, hier war ich ganz am Anfang mal. Ja.
Hier war ich ganz am Anfang, als es in der ersten Mission zurück zum Glockenturm ging. Erinnert ihr euch? Whoop. Ich höre Stimmen. Also für den Fall, dass ihr in meinem Hintergrund Stimmen hört, das könnte unser Besuch sein. Wir sind geliefert, wenn sie sind zwar im Nebenzimmer, aber ich muss zugeben, die sind doch ein bisschen... Wir kriegen von denen nicht mal einen Karren. Der Bergfried ist zerstört. Er ließ sich nicht mehr halten und jetzt reiß dich zusammen. Ja. Es kann sein, dass ihr hin und wieder mal lauteres Lachen im Hintergrund hört. Ich könnte den Schluck vertragen. Lasst euch davon am besten einfach nicht stören. Oh. Mir tut der Rücken weh. Ach, echt? Interessiert mich aber gar nicht. Oh Gott, scheiße. Nein. Hoffentlich kriege ich nicht die Schwermut. Bestimmt nicht. Whoop. Oh, das war knapp. Das war knapp. Hier war ich aber überall schon. Zumindest an den Kisten war ich überall. Hier ist nämlich auch der Weg gewesen, wo es... ja, Südviertel halt, ne? Hier ist auch der Weg gewesen, durch den es in Aarons Versteck ging. Das Problem ist, dass ich hier aber nicht weiterkomme. Das heißt, ich muss doch an dem Wachmann hier vorbei. Aber nicht ohne vorher das Wasser gelöscht zu haben. Okay, hat keiner bemerkt. Sehr schön. Aber hier ist trotzdem so hell. Speichern. Nicht ohne Speichern. Ja, da oben geht mir noch ein bisschen auf die Nerven. Ich hasse Trockenfleisch. Was hast du gegen Trockenfleisch mit... Oh. Nicht gut. Okay, wenn der da oben sich rumdreht und der wieder seine... Genau, der geht jetzt in die andere Richtung. Jetzt muss der da oben sich noch rumdrehen. Trocken. Sehr schön. Oh, jetzt kommt da ja einer her. Würdest du bitte... Verschwinde. Okay. Hoffentlich macht jemand Ärger. Nein. Stehen bleiben. Scheiße, Mann. Ist egal. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, ich möchte in dieses Viertel gehen. In aller Schnelle. Okay, das ist der Vorteil. Man kann immer noch, indem man ein anderes Gebiet betritt, einfach den Wachen abhauen. Das konnte man in den anderen Spielen auch, finde ich übrigens sehr gut. Ist natürlich nichts, was sehr realistisch ist, weil die würden einfach hinterherrennen. Aber ich persönlich finde es gut. Weil, kann man halt gut abhauen und so, ne? Ziel auf den Kopf, wenn du Gegenstände... Oh. Hell. Bin ich denn jetzt? Südviertel? Südviertel wahrscheinlich. Okay, hier müsste ich aber auch durch die dunkleren Gassen gehen können. Das dürfte funktionieren. In aller Bescheidenheit. Oh, stimmt, hier war ich auch schon mal. Ich glaube, ich war eigentlich überall in dieser Stadt schon mal. Es gibt hier kaum eine Gegend, in der ich noch nicht war. Oh. Dam, dam, dam. Stimmt. Die beiden hier gingen mir ziemlich auf die Nerven. Irgendwas ist anders an dir. Moment. Ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht, der duftendsten Dockschwalbe von Skin Market. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mir. Glückspilz. Ich stehe schon 2 Monate auf ihrer Warteliste. Bei mir waren's 5 und sie ist es wert. Ein Seemann hat erzählt, dass Polly dieses Parfüm aus dem Ausland importiert. Kein Wunder. Ihr Zimmer in Skin Market riecht wie ein exotischer Garten. Ist vermutlich das Vermögen wert, das sie zahlt, wenn sowas wie du rein darf. Okay, runter. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch irgendwie zusehen, dass ich lautlos da hinten ankomme. Möglichst. Muss ich hier durch? Kann ich hier durch? Ich muss wahrscheinlich da durch. Aber erst, wenn der nicht mehr hier rüber guckt.
Komm schon, tu mir den Gefallen und guck weg. Danke, danke, danke. Upp. Sehr schön. Und weiter. Holt die Brecheisen raus. Bedrohungen können auch durch einen K.O.-Schlag von oben ausgeschaltet werden. Das wollte ich auch immer noch mal gemacht haben, weil das sieht extrem cool aus, wenn er das tut. Kann mich nur bis jetzt noch nicht so bestimmt. Komme ich jetzt in der... Oh, 71 Meter. Mein Gott. Wo ist denn dieses Ding? Vielleicht, wenn das der einzige ist, könnte ich das ja unter Umständen bei dem hier versuchen. Ich versuch's mal. Hups, bam. Was soll der Krawall? Gar nichts. Hä? In nichts. Den Schatten ist jemand. Wachen! Ich verrate euch nicht. Ah, ohne Scheiß, dafür hat es einfach viel zu viel Spaß gemacht. Das war jetzt so cool. Ich liebe diese Szenen, wenn die da... Nehmt, die was ihr wollt, aber lasst mich leben. Aber klar doch. Feiges Diebesgesinde. Was? Untersteht euch, mir sowas anzuhängen. Na, warum ruckelt das denn wieder so? Was ist das für ein Ding? Ah, ich glaube, ich muss hier runter. Genau. Moment. Mal hier längs. Ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Südviertel Riverside Docks. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht, der duftendsten Dockschwalbe von Skin Market. Ihr Parfüm hängt sicher noch an mir. Okay, das ist wiederum ein Ort, an dem ich noch nicht war. Deshalb werde ich mich mal ganz kurz noch ein kleines bisschen hier umschauen. Bingo! Sehr schön. Das nehme ich mit. Sirenennest. Ganz kurz nachgucken. Ein sicherer Ankerplatz gegen die Unbill des Südmeers seit 598 nach NR. Nach irgendwas, keine Ahnung. Okay. War irgendwas zu mitnehmen? Ich denke mal, dass das Seile sind, an denen man hochklettern kann. Ah, hier kann ich auch rein. Oder ist das was anderes? Nee. Das Sirenennest. Ah, vielleicht muss ich hier unten rein. Muss ich das? Ich weiß es nicht. Ich gehe aber mal lieber unten rein. So. Ja. Auf geht's. Halte immer nach versteckten Fallen aus. Umgehe sie oder deklariere sie. Deklariere sie. Du siehst fast wie ein Mensch aus, Besser. Wer das überlebt, was hier serviert wird, der überlebt alles. Wie geht's der Hand? Verletzt. Hm. Wie dein Stolz, nehme ich an. Dieser Mistkerl muss kriegen, was er verdient hat. Du musst was für mich tun. Oh. Hast du dein Boot noch? Du solltest dir hier ein Zimmer nehmen. Such dir ein Mädchen und geh mit dir ins Bett, bis alles vorbei ist. Ich muss Nachforschungen anstellen. Ich werde zur Witwe der übelsten Sorgen preisen. Ich muss rüber zur Heilanstalt von Moira. Sag Bescheid, wenn's losgehen soll. Ich bin da. Ich werde zur Witzfigur der ich übelsten Sorge. Was mich interessieren könnte. Wer?
Oh, hi. Wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die besten Verträge der Stadt. Ist wieder ganz der Alte, oder? Oh Gott, so viele Aufträge. Okay, ich würde sagen... Wir haben einiges nachzuholen. Bei einem Blas. Ja, vielleicht zahle ich sogar die erste Runde. Braucht ihr etwas Handwerkszeug? Es ist einfach zu interessant gerade. Ganz ehrlich, ich kann momentan keine Aufträge annehmen. Beziehungsweise, ich kann sie... Natürlich kann ich sie annehmen. Keine Billigaufträge. Das ist die Besso-Garantie. Allerdings muss ich wirklich die Hauptstory weitermachen erstmal. Ich werde zur Witzfigur. Der übelsten Sorte. Wie kann ich euch... Keine Billigaufträge. Das ist die Besso-Garantie. Zu beschäftigt so für mehr Geld, wie definitiv du meinst. Ich werde irgendwann mal so ein oder zwei Folgen, vielleicht auch mehr Folgen machen, wo ich einfach nur Nebenaufträge mache. Aber momentan kann ich mir das, glaube ich... Ich will einfach nicht. Zur Witzfigur. Ich habe der etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ich fühle mich von dir verfolgt, mein Freund. Weißt du das? Sägezahnpfeil. Was ist das? Die schwerere Konstruktion mit gezähnten Klingen, einer verstärkten Spitze und besser ausbalanciertem Schaft bietet erhöhten Schaden und Durchschlagskraft. Explosionspfeil. Der instabile Behälter im Schaft und der schwere Auslöser erzeugen eine kleine, aber effektive Explosion, die brennbare Materialien in Brand steckt und im Zielbereich enormen Schaden verursacht. Zerbrechliche Objekte werden zerstört, so. Klingt durchaus sehr interessant. Nehme ich. Erstickungsfall, stumpfer Fall, Nahrung. Sägezahnfall, ich weiß nicht, ich will ja nicht... Ich weiß, ich sage immer wieder, dass ich nicht töten will, aber ich gucke auch mal, ob die anderen Sachen vielleicht hier... Warme Weste. Ovengut, Stärkungsmittel. 9000, oh, holy, was ist das? Erhöht Maximalgesundheit und Fokus. Es heißt, was dich nicht tötet, macht dich stärker. Zum Verkauf steht hier die letzte verbleibende Flasche des legendären Ofengut-Stärkungsmittels. Der Inhalt mag zwar riechen wie Beric-Urin, aber der Verkäufer versichert, dass die alten Geschichten wahr sind und die Flüssigkeit dem Trinkenden eine eiserne Konstitution verleiht. Krasse Sache. Echt krasse Sache. Verringert den Schaden durch Feuer und Fallen. Das wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Nehme ich. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Lederpolsterung. Erhöht die sichere Fallhöhe. Ich weiß nicht. Erhöht die Empfindlichkeit beim Schlossknacken dort. Ne. Lederpolsterung. Ich würde gerne das Lederöl haben, aber dafür, ach, das dauert noch so ewig. Bogenschussstärke wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Erhöht den Pfeilschaden. Ja, Pfeilschaden brauche ich auch. Na, mal gucken. Passt auf euch auf da draußen. Das kann ich nur zurückgeben. Ich kann hier hoch, ich kann hier hoch. Oh Gott. Kann ich mit dir... Ich kann nicht quatschen. Will ich überhaupt oh, nicht quatschen? Oh, werter Sir. Könnte dir mir wohl helfen. Ich bin der große Vittori, Kurator von Kuriositäten, Wächter von Wundern. Jeder kennt die Vittoris vom weit entfernten Illyria. Ich kannte jemanden aus Illyria. Der klang ganz anders. Was? Euer Akzent verrutscht. Mist. Aber das ist Pferdehaar aus Illyria. Für die Show. Darbietung, Sirah. Darbietung ist alles. Ihr solltet das wissen. Seht euch doch an. Na? Na? Nicht? Bei dem Wetter tut mein Bein besonders. Ich hörte, ihr benötigt Hilfe. Ah, furchtbare Zeiten. Erst beschlagnahmt die Wache mein Schiff, dann schleichen Diebe an Bord und stehlen meine besten Attraktionen. Unbezahlbar, Sira. Also eine neue Nummer? Nein, ich... Das heißt, Moment. Jetzt, wo ihr es sagt, ihr werdet durchaus interessant. Die Damen mögen Leder. Das war keine Bewerbung. Ach so. Nun, dann könntet ihr meine Existenzgrundlage wiederherstellen. Was sagt ihr? Seid ein Kerl. Das Erste, das mir fehlt, ist ein sprechender Schädel, der weissagen kann. Eine bemerkenswerte Kuriosität. Sagt mir, Freund, wollt ihr die Zukunft wissen? Lasst mich raten.
Ich finde den Schädel und bekomme viel Geld. Ha, sehr gut, Sira. Der Schädel selbst wäre beeindruckt. Viel ist vielleicht etwas übertrieben. Angemessen trifft es besser. Stehlt ihn den Schurken, die ihn mir gestohlen haben. Ausgleichende Gerechtigkeit. Alles klar. Vitri vermisst sein verblüffendes Orakel der Zukunft. Den unglaublichen sprechenden Schädel. Zweifelsohne wird irgendjemand... Ich bezahle gut, Sira. ...auf dem Schwarzmarkt absetzen wollen. Komm. Oh, Sir! Ihr seid ein wahrer Ehrenmann und Gelehrter. Ein Streiter für das Schaugeschäft. Wo versteigert jemand ohne Moral einen kriminell erworbenen Weissagungsschädel? Das ist einfach. Auf dem Schwarzmarkt. Durchsuche Black Market nach dem gestohlenen Schädel. In Ordnung. Später. Später, später, später. Du hast nichts? Nein, ihr habt alle nichts. Ach, ihr könnt alle nichts, ihr habt alle nichts. Nein, so war das nicht gemeint. Der Schlagstock soll nur bewusstlos schlagen und keinen weiteren Schaden anrichten. Das tut er wahrscheinlich auch nicht. Oh. Oh, oh. Es ruckelt wieder. Ah, das Boot. In Ordnung. Das ging verblüffend schnell. Und... Ich hätte mir vielleicht noch ein paar Pfeile holen sollen, oder? Oder wie viel habe ich? 19, 15... Ach nee, komm, reicht. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Part. Dann muss ich den hier beenden. Ich habe zumindest mich mit Besso treffen können. Und werde dann wahrscheinlich im nächsten Part schon die nächste Aufgabe beginnen. Allerdings... Nein, in Ordnung. Das ist mir doch ganz... Moment. Jetzt habe ich das falsche Ziel angewählt, richtig? Ja, habe ich. Bingo. Lasst mir doch ruhig einen Kommentar da, wenn ihr mögt. Und bewertet es. Könnt mir einen Daumen rauf geben, wenn ihr es gut fandet. Ansonsten... Ja. Würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen. Unten der Abonnier-Button und gleichzeitig könnt ihr auch gerne mal in der Videobeschreibung vorbeigucken. Da unten sind wichtige Links drin. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Ciao.